Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Next Model Extensions. Ich habe mir mal kurz hier. Ich habe mein Team geheilt. Und wir suchen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Amelie. Wo ist mein Begleiter hin? Begleiter, hallo? Oder muss mein Begleiter erstmal wieder hier hinlaufen? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Laufen wir erstmal ohne Begleiter rum. Ah, da ist er wieder. Sehr schön. Oh Gott, ich sollte speichern. Da ich mein Pokémon gerade, mein Nextmon gerade geheilt habe. Ist das, glaube ich, nicht verkehrt. So, wir sind da, Amelie. Okay, Stille. Hallo Amelie, red doch mit uns, bitte. Was ist mein Vermächtnis, Moritz? Weißt du, wir hatten einmal eine Festung namens Royal City. Sie wurde vor Jahrzehnten von den Tyranten vernichtet. Dann haben wir Solos verloren, die Stadt aus Sand und Stein. Die Vulkanstadt Old Ignitia wurde ebenfalls komplett zerstört. Dann fiel Kalium wegen diesem Idioten. Sogar die eisige Tundra liegt im Trümmern. Unter meiner Kontrolle haben die Menschen alles verloren. Es ist meine Schuld, dass du in diese elende Welt hineingeboren wurdest. Aber jetzt nicht mehr. Vardos. Vardos ist meine Rache. Er ist die Wende unserer Geschichte. Er wird alles zurückbringen, was die Nexomon uns den Menschen gestohlen haben. Das ist mir egal, Amelie. Egal, wie sehr du die Stadt verherrlichst, dieses Monster wird es nicht besser machen. Du hast lange genug in der Natur herumgefuscht. Egal auf welcher Weise, jetzt und hier hat dein Wahnsinn ein Ende. Was ist das denn? Ah, ja. Ho, 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 nicht so schnell, Liebes. Logan, Abtrünniger des Donners, wie kannst du solch einen Grauen nur unterstützen? So engstirnig. So engstirnig. Der arme Vardos hat nicht mal eine Chance. Zitze. Logan, ich hab dir nur erlaubt, deinen Tyrannen zu behalten, wenn du Vardos beschützt. Mach dich nützlich und beschwör ihn jetzt. Wie du wünschst, Boss. Bolzen, komm zu mir. So, genau jetzt, Bolzen. Okay. What the fuck? Das ist der elektrische Tyrant Bolzen. Er sieht stark aus. Komm schon, Moritz, wir müssen ihn besiegen und zu Vardos vordringen. Was ist los, Lydia? Wo ist dein Tyrant, Eurus? Kann Eurus etwa nicht schwimmen? Lass uns gehen, Bolzen. Deine Aufgabe ist es, Vardos um jeden Preis zu schützen. Lass es uns beenden, würde ich eher sagen, oder? Würde mehr passen. Oh, 532, okay. Am Ende hat Vardos so 1000 Lebenspunkte. Das finde ich schon irgendwie lustig, wenn das wirklich passieren würde. Aber wir geben alles, würde ich sagen. Wir geben einfach alles. Boah, Alter, als ob ich jetzt schon wieder hier gelähmt bin. Es ist doch hier ein langsamer Witz, oder? Verfehlt, sehr gut. 25 war jetzt nicht so das Krasse. 26, guck mal, dann mache ich lieber das. Okay, ich mach gar nichts damit. So, hallo, komm mal hier raus. Du hast jetzt deinen ersten Kampf tatsächlich. Erderschütterung, 70. Oh, da bin ich ja eigentlich, ne? Aber vielleicht kritisch. Mal gucken, wie viel Schaden du damit machst. 42, ja. Oh. Immerhin. Immerhin. Super. Ah, trotzdem gut, 80 Schaden. Du warst besser als andere. Auf jeden Fall. So, Glatteis. 81, oh mein Gott. Uhuhu, es könnte echt noch schwer werden. Wir haben gerade mal jetzt die Hälfte. Also hängt gleich alles nur noch von unserem Star im Team ab. 61, okay. Okay. Alter Schwede, ey. Oh, kannst du bitte als Erster angreifen? Super, das war wichtig.
Ist ja echt wichtig. Okay, Kani und Rui. Deine Zeit ist, glaube ich, gekommen. 53 tut weh. Okay, super. Oh, bitte. Ja, wir haben's geschafft. Oh, Kanui, ich liebe dich, ne? Du bist mein Star. Du bist ein fantastischer Thema, Moritz. Weißt du, ich konnte dir gar nicht zu deiner Beförderung zum Gold-Thema gratulieren. Aber das ist mittlerweile vollkommen egal, oder? Sobald Valos die Oberfläche erreicht, brauchen wir keinen Thema mehr. Wir können uns endlich ausruhen. Du und Valos habt keine Möglichkeit, euch zu verstecken, Amelie. Es ist vorbei. Solch ein Mangel an Vorstellungskraft, Lydia. Und genau das ist deine größte Schwäche. Hört mir zu, ihr Verräter der Gilde, ihr Verräter der Menschheit. Mein Lebenswerk liegt vor euch. Es ist kein Nexomon, es ist kein Tyrant, nein. Er ist unsere Zukunft. Valos wird die Tyranten töten. Er wird die Nexomon beseitigen. Reinige unseren Planeten. Keine Mauern mehr für unser Volk. Keine Furcht mehr für unsere Kinder. Ich bin es müde, ständig zu verlieren, Moritz. Ich bin es müde, mich vor den Tyranten zu verstecken, Moritz. Ich bin es leid, zu kämpfen. Das ist mein letzter Kampf. Dies wird mein Vermächtnis sein. Okay, kann jemand meinen nächsten Mann heilen, bevor ich gegen den Typen da kämpfen muss? Was ist los? Seine Kapsel, sie hebt ab. Sie will Valos losschicken, er wird die Oberfläche erreichen. Tu es nicht, Amelie. Wir werden es alle bereuen. Oh Gott, der macht gleich bestimmt alles kaputt. Da oben. Oh, Amelie ist auch weg. Wir haben es nicht geschafft. Das ist es. Amelie hat gewonnen. Dieses Ding, ist es draußen? Ist es an der Oberfläche? Wenn Valos so wahnsinnig wie der Drache ist. Wie viel Zerstörung wird er bringen? Wir sind jetzt Abtrünnige, oder? Verräter? Moritz, du musst dich beeilen! Hallo, Freunde! Wow, sieh mal einer an! Valos ist verschwunden! Ihr habt ihn tatsächlich besiegt! Gute Güte, scheinbar sind Menschen doch nicht so schlecht! Ich hab euch falsch er ist entkommen! Oh Gott! Ich hätte diesen Ort versenken sollen! Hab ich's doch gewusst! Es ist alles vorbei! War das die Tyranten? Warte, das ist doch eine gute Sache, oder nicht? Lasst ihn doch die Tyranten zerstören! Idioten, benutzt doch mal euren Kopf und denkt eine Sekunde nach! War das für den gesamten Planeten zerstört, nur um sicherzustellen, dass die Tyranten für immer besiegt sind? Bam, zap, bau! Er wird alles verbrennen, nur um die Tyranten auszurotten! Machst du dir jetzt Sorgen, hm? Es gibt nur eine letzte Sache, die wir versuchen können. Ihr müsst zurück auf die Oberfläche. Folgt mir. Okay. Wir folgen dir. Sollte ich nicht erstmal noch meine Nexus heilen? Nee? Ich weiß nicht, ob ich darf. Nee, ich darf nicht. Okay. Ich darf nicht. Dann schnell hinterher. Ah, hier sind wir. Okay. Das hier wird euch zurück zur Oberfläche bringen. Los, schnell. Oh, da war noch ein Item. Mann. Okay, schnell wieder hoch. Sehen wir schon irgendwelche Erdbrocken auf den Meeresgrund fallen? Nein. Also ist noch nicht viel passiert, oder? Wo sind wir denn? Ich habe Sichtkontakt mit den Abtrünnigen. Ich wiederhole, die Abtrünnigen sind aufgetaucht. Es ist wie Amelie sagte, die Verräter versuchen Parum zu infiltrieren. Okay. Nein, natürlich nicht. Nun,
Die allbekannten abtrünnige Lyndia, wie es scheint, hat sie diese armen Thelma verdorben. Rost, Nora, Coco, Moritz, ihr seid verhaftet wegen Hochverrats einer Gilde und der Hauptstadt. So sehr es mir auch leid tut, ihr seid verurteilt, den Rest eures Lebens in Lateria zu verbringen. Lateria? Dorthin haben sie all die Kriminellen geschickt. Das war die Abkürzung, von der Zeta gesprochen hat. Dieser Idiot hat uns direkt in Amelies Stadt geführt. Zuh, es hat keinen Zweck. Amelie, sie ist uns einen Schritt voraus. Okay. Danke, Zeta. Jetzt sind wir im Gefängnis. Ja, geil. Es tut mir leid, Moritz, ich komme einfach nicht dahinter. Warum wollte Dina, dass ich dir helfe? Was ist meine Aufgabe? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, vielleicht kannst du die Tür da kaputt machen. Was sollen wir jetzt machen? Sie haben dir sogar dein Tyrannenei weggenommen. Oha. Sie haben mir mein Abzeichen genommen. Sie nennen mich jetzt ein Abtrünnigen. Das ist dein Schuld, Moritz. Warum hast du dein verdammtes Tyrannenei noch nicht gebrütet? Was dauert das so lange? Okay, okay, ich speichere mal lieber sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was hier gleich passiert. Ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich. Lateria, das ist eine Söldnerstadt voll von Thelmern, die sich weigern, unter dem Gesetz der Gilde zu leben. Aber die Gilde heuert sie trotzdem für dreckige Arbeit an, wie zum Beispiel dieses Gefängnis weit weg von Parum zu bewachen. Ja. So. Hey, rechts habe ich mein Ei noch. Also, Lüge. Verliere nicht die Hoffnung, Moritz. Wir haben immer noch Verbündete da draußen, Leute wie Leo oder Elisa, die Amelies Geheimnis kennen. Es gibt noch Hoffnung. Oh, Zeta ist da. Hey, identifiziere dich. Zitze. Merkst du es nicht? Ich bin der allmächtige Luxa persönlich, zapp. Und ich bin der Präsident von Cardium. Schau mal, ich bin da offensichtlich sehr wichtig. Ich bin hier um die sofortige Freilassung von Moritz und seinen Dienern. Nein, verschwinde. Nun gut, ich habe es friedlich versucht. Aber jetzt wirst du der Zorn von Luxa. Oh mein Gott. Ich musste kurz weggucken, weil das irgendwie peinlich war. Oh Gott. Scheinbar hat mich mein Tod geschwächt. Sorry Leute, ihr seid jetzt auf euch selbst gestellt. What the fuck? Das kann doch nicht sein, Ernst sein. Och, der Nächste. Noch ein Eindringling, wer bist du denn bitte? Das geht dich nichts an, zur Seite. Was sagst du da? Hör mir mal gut zu, du alter Knacker. Mein Gott, ey. Oh, danke schön, alter Opa. Moritz, ich habe gehört, ihr habt es nicht geschafft, Vado zu besiegen. Das ist ungut. Hey, wo kommst du überhaupt auf einmal her? Und was es noch schlimmer macht, die Wachen haben dein Tyrannenei mitgenommen. Mittlerweile ist es unmöglich, Vado ohne einen Tyrannen zu besiegen. Okay, ich glaube, es ist Zeit für ein paar verzweifelte Maßnahmen. Moritz, es gibt hier in der Stadt ein Observatorium. Triff mich dort, verstanden? Kommst du nicht mit uns? Wir müssen hier doch erst noch rausfinden. Mach dir um mich keine Gedanken. Ich habe so meine Methoden. Ja. Einfach die Leute wegkicken. Deine Methoden? Dein Mentor ist echt merkwürdig. Aber lass uns zunächst hier verschwinden, bevor die Wachen merken, was los ist. Ja gut. Wohin soll ich denn gehen? Was war das? Irgendwas passiert da draußen? Ja, gut zur Frage, ne? Ach, hallo! Geh zurück in deine Zelle! Kommt her und zwingt mich doch, ihr Narren! Das wird nicht gut ausgehen. Hoia, hoia, hier! Haki, haki, hoki, boogie! Zack, zack, bababutsch! Ach, was für Lappen! Bei Ulsa, ich habe noch nie so viel rohe Gewalt in meinem Leben gesehen! Hey! Warum bist du hier? Wegen dir! Was? Uns? Was haben wir getan? Ihr Idioten, geltet als Abtrünnige. Die Gilde sperrt jeden weg, der auch nur in
im Entferntesten etwas mit euch zu tun hat. Du hast was mit uns zu tun? Wenigstens muss ich dieses merkwürdige Monster nicht mehr sehen. Welches Monster? Oh, das wisst ihr nicht? Die Gilde sagte, sie hätte jetzt so einen super Nexomon namens Vardos. Er soll so stark sein, dass er alle Tyranten auf einmal besiegen kann, so heißt es zumindest. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass er durch die Welt fliegt und nach Tyranten sucht. Es ist so unheimlich. Das ist nicht gut, wir müssen uns beeilen. Oh, ihr brecht aus? Da komme ich mit. Kannst du nicht einfach ein Loch graben? Nee. Sie haben mir mein Werkzeug abgenommen. Ich kann doch sehen, dass du dort eine Spitzhacke hast. Oh, die? Nee, ich hab sie nicht mehr. Die Entwickler hatten einfach kein Geld mehr, um mich ohne Spitzhacke zu programmieren. Leute, wir müssen das Tyranten einfach Moritz finden. Es ist unabdingbar, wenn wir eine Chance gegen Vardos haben wollen. Ah, stimmt. In einem der Gebäude hier sollten wir unsere Besitztümer finden. Lass uns raufgehen und danach suchen. Ja, cool. Ich klaue mir eben hier Pudding. Tschüss, ihr Wachis. Viel Spaß hier. Viel Spaß. So. Okay. Ein sehr, sehr langer Gang. Nach unten konnten wir jetzt nicht. Egal. Wir sind draußen. Die Wachen dürfen uns, glaube ich, nicht sehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können die doch kaputt hauen, oder? Oh. Gott. Wie, die sehen uns nicht? Als ob. Okay, mal schauen. Unser Zeug muss in einem dieser Gebäude sein. Wir müssen den Wächtern ausweichen. Vorsichtig. Ja, cool. Oh, der geht weiter. Oh, okay. So klappt es schon mal nicht. Hey, ihr sollt hier nicht zurück in eure Zelle. Oh Gott. Okay, wir sind wieder hier. Die Zelle ist offen. Müssen wir schon wieder hinlaufen, ey. Naja, wir schaffen das. Wir schaffen das auf jeden Fall. So, der geht jetzt nach unten. Aber da unten, da kommen wir doch gar nicht rein. Okay, wir gehen erst hier rein. Okay, er geht einmal nach rechts. Oh Gott, schnell. Oh Gott, hier ist nichts. Oh, kacke, falsche Seite, Leute. Falsche Seite, ich hoffe, er sieht uns hier unten hier nicht. Sehr gut. Oh Gott. So. Oh, Sachen holen. Du hast ein als ob. Okay, der Raum ist es nicht. Cool. So, und raus hier. Okay. Oh nein. Der sieht uns nicht gut. Aber was denn mit dem da? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt bin ich zu ihm hingerannt. Ich raste aus. Leute, das ist aber hier auch nervig, wirklich. Oh Gott. Ich mag sowas nicht. Ich mochte es auch nicht bei Yu-Gi-Oh! Spirit Caller. Nee, so hieß es gar nicht. Bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dem DS-Spiel, das mochte ich. Oh Gott, ey. Wie konnte ich hier A drücken? Lay. Hey, entschuldige, kein Scherz hier. Der Schriftsteller hat keinen Saft mehr. Warte mal, das ist ein Witz. Lass mich das als Dialog nehmen. Ich höre, dieses nächste Mal Spieler haben die niedrigsten Standards. Okay. Interessant, dass wir hier reinkommen. Ich habe die Tür gar nicht erkannt. Ah, hier ist auch eine. Was, ich? Ich mag nur Anime. Sie haben mich Web genannt. Oh. Okay. Ist also auch noch eine Tür. Hallo, ich glaube mal deinen Besitztümer. Rabattgutschein, danke. Naja. Dann lassen wir den mal ihren Aufenthalt hier. Der geht weg. So. Dann gehen wir hier mal eben rein. Und gehen wieder raus.
Oh Gott. Geh nochmal hier hin. Okay, aufpassen auf jeden Fall. Oh Gott, runter mit uns. Zur Seite. So, hier warten wir mal eben. Ich meine, wir können uns auch hier verstecken. Sehr gut. Sehr schön. Oh, da sind auch Wachen. Oh, da ist unser Zeug. Oh, dieser Ort sieht wie ein Lager aus. Hey, sollte Atlas nicht in der Lage sein zu spüren, ob das Tyrannen in der Nähe ist? Immerhin ist es ein extrem starkes Objekt. Es stößt doch garantiert enorme Energien aus. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe nie was Besonderes bei dem Ei gespürt. Was? Willst du uns veralbern? Es ist ein Tyrannen-Ei. Du musst kaputt sein. Wie auch immer. Lass uns trotzdem diesen Ort abchecken. Okay. So, das... Hier ist niemand. Ist echt niemand? Ne, hier ist echt niemand. Cool. Ja, mein Ei. Lol, es ist voll. Oder war das ein Anzeigebug? Okay. Sehr gut, schnell raus hier. Schnell raus hier. Oh Gott. Boah. Anstrengend ist das, Leute. Ach, guck mal, ich kann rüberspringen. Cool. Sehr schön. Boah. Dass das keiner hier bemerkt hat. Na gut. Sagen wir denen jetzt von vorne Schuss oder was? Oh Gott, was machen die denn jetzt hier? Habe ich mich klar ausgedrückt? Aber Sir Amelies Befehle. Meine Autorität ist so groß wie die von Amelies. Wenn sie Moritz hier reinbringen kann, kann ich ihn wieder rausbekommen. So einfach ist das. Haben sie nicht deine Gilde verraten? Warum solltest du sie freilassen? Das ist Lateria. Seit wann kümmern dich die Angelegenheit der Gilde? Ihr seid nur Söldner und Verbrecher und nicht die Schoßhündchen der Gilde. Wir bezahlten euch, sie gefangen zu halten, und jetzt bezahlen wir euch, sie freizulassen. Denkt nicht so viel. Entscheidet euch mal. In meiner Position als Großmeister vergebe ich ihnen allen. Das sind nicht als unschuldige und naive Tamer. Oh? Hey, da drüben! Sie sind gerade ausgebrochen! Was daran ist unschuldig und naiv? Oh mein Gott. Auch das Ausbrechen sei ihnen vergeben. Na gut, denke ich. Komm mit mir, Moritz, auf ein Wort. Ach, guck mal, zumindest einer mag uns, Leute. Ja, gut, Leute. Dann würde ich tatsächlich sagen, das war's für heute mit Nexomon. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Habe ich da richtig gesehen? Ah, ne, war ein Anzeigebug. Okay. Genau, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.